Ja, erstmal meinerseits vielen Dank für die einleitenden Worte an Professor Dr. Wessinghage und auch an die Überleitung von Christoph. Ich darf direkt bei diesem Thema anknüpfen. High-Intensity-Intervalltraining, im Grunde genommen eine sehr populäre Ausdauertrainingsform, in den letzten Jahren gut erforscht. Und hier ist genau mein Ansatzpunkt. Concurrent Training, ja, eigentlich ein sehr neumodischer Begriff für ebenfalls etwas, das oldschool ist, uralt. Die kombinierte Trainingsform von Kraft und Ausdauer. Paradox eigentlich, dass es erst in den letzten Jahren, ja, letzten 5 bis 6 Jahren Gegenstand vieler, vieler Studien war, die versucht hat, genau das, was Christoph eben schon angesprochen hat, die Brutto- und Nettoeffektivität dieser kombinierten Trainingsform darzulegen. Ist auch ein zentraler Bestandteil der Präsentation, die ich heute vorstellen darf, nämlich welche Nebeneffekte auftreten und wann sie auftreten und dann im Umkehrschluss oder als Schlussfolgerung, welche evidenzbasierten Handlungsempfehlungen können wir ableiten aus der aktuellen Studienlage, um diese Nettoeffekte zu maximieren? Gut, zunächst auch von mir eine kleine Begriffsbestimmung, damit wir alle wissen, über was wir reden, beziehungsweise damit wir über das Gleiche reden. Concurrent Training ist laut Definition erstmal das Training zur gleichzeitigen Verbesserung der motorischen Fähigkeiten Kraft und Ausdauer. Das Besondere hierbei ist, dass das innerhalb kürzester Zeit kombiniert erfolgt, sprich in der gleichen Trainingseinheit oder am gleichen Tag. Dabei sprechen wir von Concurrent Training. Um nachher zu verstehen, was denn eigentlich diese Nebeneffekte sind und warum sie überhaupt auftreten, ist es sinnvoll, jetzt nochmal Krafttraining und Ausdauertraining zu definieren, auch wenn das vielleicht trivial erscheinen mag. Ich bin mir sicher, Sie wissen alle, was Kraft- und Ausdauertraining ist. Aber zunächst bitte ich Sie mal mit Fingerzeig aufzuzeigen, wer von Ihnen stand denn in seiner Karriere als Sportler oder Trainer schon mal vor der Herausforderung, dass er Kraft- und Ausdauertraining kombinieren musste? Und wer von Ihnen wusste genau, was er zu tun hat? Sehr schön. Dann freut es mich, dass Sie alle hier sind. Okay, Krafttraining ist in erster Linie Verbesserung der Kraftleistung und Steigerung der Muskelmasse. Da die Verbesserung der Kraftleistung aber auch durch die Steigerung der Muskelmasse erfolgen kann, soll hier in den weiteren Ausführungen erstmal zentraler Bestandteil sein, dass ein Krafttraining zur Steigerung der sogenannten Muskelproteinsynthese führt, sprich zur Neubildung der Bestandteile, aus denen unsere Muskeln bestehen. Beim Ausdauertraining handelt es sich um eine Steigerung der Ausdauerleistung durch Funktionsverbesserung des kardiopulmonalen Systems und des Energiestoffwechsels. Sprich, eine Ausdauerleistungsverbesserung wäre, dass ich bei einer gegebenen Belastung und bei der anfallenden Energie, die dabei verbraucht wird, möglichst viel dieser Energie auf aeroben Stoffwechselweg bereitstellen kann, um nicht vorzeitig zu ermüden. Das heißt, das, was unser Ausdauertraining bewirken soll, wäre die Neubildung von Mitochondrien oder im Fachausdruck mitochondriale Biogenese. Das ist der zweite Punkt, auf den ich mich heute beziehen möchte. Aber zunächst die Legitimierung von Concurrent Training in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen. Sie haben ja alle schon bestätigt, dass das relativ interessant ist und dass jeder von Ihnen schon mal vor dieser Herausforderung stand. Aber auch hier eine Statistik, 476 Befragte von sportlich aktiven Personen, die befragt wurden, aus welchem Motiv sie überhaupt in ein Fitnessstudio gehen. Und 55% dieser Befragten haben gesagt, es hilft mir, Kraft und Ausdauer zu verbessern. In diesem Kontext ist interessant, ja, was ist denn überhaupt Fitness? Warum ist das ein Hauptmotiv von Fitnesskunden? Warum ist das für diese Branche so unfassbar relevant? Fitness, ja, lässt sich schwer einheitlich definieren. Ich möchte aber trotzdem einen Versuch unternehmen, Fitness mal in allgemeine Definition auf einer Metaebene zu bringen. Im Grunde genommen ist Fitness für alle die Fähigkeit, den Anforderungen des Alltags mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal entgegentreten zu können und diese zu bewältigen, ohne dass ich vorzeitig ermüde. Ist eine Kombination aus Kraft und Ausdauer. Ja?
Dieser Fitnessbegriff richtet sich nach dem Alltag und jeder von uns weiß, dass der Alltag geprägt ist von Ausdauerbelastungen und von Kraftbelastungen. Das bringt aber auch mit sich, dass der Alltag eben individuell ist und dementsprechend auch die Definition der Fitness. Jeder von uns hat eine andere Definition der Fitness. Denn jeder von uns hat einen anderen Alltag und andere Anforderungen an die Kraft und an die Ausdauer. Das ist ebenfalls entscheidend, wenn es darum geht, ein Concurrent Training zu gestalten. Ja, es zeichnet sich ab, die inhaltliche Gewichtung verschiedener Trainingsformen ist immens wichtig. Probleme bei der Umsetzung gibt es dabei, dass getrennte Trainingseinheiten für Kraft und Ausdauer oftmals zeitlich nicht umsetzbar sind. Sie alle wissen das, ja, also wer von Ihnen hat schon Zeit, 6, 7, 8 Mal pro Woche trainieren zu gehen? Wer jetzt den Finger hebt, das freut mich, die Zeit hätte ich auch gerne, denn so geht es eigentlich am effektivsten, auch wenn ich jetzt vorweggreife. Aber für die, bei denen es nicht geht, und auch für die, die Kunden betreuen, bei denen das nicht geht, erscheint Concurrent Training als ein sehr zeitökonomischer Lösungsansatz. So. Mehr zur Umsetzungsproblematik von Concurrent Training im privaten Training oder in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen. Grundsätzlich, auch wenn man sehr zeitökonomische Trainingsformen verwendet, wie das High-Intensity-Intervall-Training, so ist die kombinierte Trainingseinheit von einer zeitökonomischen Trainingsform wie dem HIIT und einer zeitökonomischen Trainingsform wie dem HIIT beispielsweise trotzdem immer noch länger wie jede Einheit für sich. Das ist unumstößlich, das können wir nicht ändern. Dabei spielt vor allem aber auch das Auftreten von Interferenzeffekten eine Rolle, wenn man Kraft- und Ausdauertraining kombiniert. Und hierzu fehlen oftmals evidenzbasierte Lösungsansätze. Nur um Lösungsansätze zu finden, müssen wir erst eines definieren. Was sind denn eigentlich Interferenzeffekte? Bei Interferenzeffekten spricht man auch von sogenannten Concurrent Training Effekten. Ja, daraus leitet sich eigentlich ab. Das sind die gegenseitigen Hemmungen der Trainingsformen Krafttraining und Ausdauertraining. Nur um diese Frage zu beantworten, was sind eigentlich Interferenzeffekte, müssen wir noch eine Ebene tiefer gehen und erstmal klären, was bewirkt denn eigentlich Training? Erscheint erstmal als eine relativ leichte Frage. Ich möchte gleich nochmal um einen Fingerzeig bitten. Ich bin mir sicher, jeder von Ihnen kennt mindestens eine Methode, mit der man Muskelaufbau bewirken kann. Wer von Ihnen kennt mindestens eine Methode? Ja, und Sie wissen alle, spätestens nach meiner Einleitung, dass Sie damit Muskelproteinsynthese stimulieren wollen. Nochmal bitte die Finger hoch, wer mindestens eine Methode kennt. Wer von Ihnen weiß denn, was zwischen dieser Trainingsmethode und der Muskelproteinsynthese passiert? Und das ist genau der Punkt. Freut mich, dass da hinten ein paar Finger hochgehen. Aber die meisten Pragmatiker im Fitnessbereich arbeiten mit einem Blackbox-Prinzip. Ja, sie wissen, mit welcher Trainingsmethode sie welchen Stimulus erzeugen bzw. welchen Anpassungseffekt erzeugen können, wissen aber nicht, was dazwischen liegt. Nur genau dieser Punkt, das, was dazwischen liegt, das ist entscheidend, um zu verstehen, was Interferenzeffekte sind und wie wir sie vermeiden können. Dazu, und mir ist durchaus bewusst, dass das eventuell ein bisschen abstrakt ist, ich versuche es durch pragmatische Beispiele anzureichern, möchte ich auf zelluläre Ebene gehen und Ihnen einmal vereinfacht darstellen, wie man in der Molekularbiologie damit umgeht. Das heißt, wie werden überhaupt Trainingsanpassungen messbar gemacht? Dazu möchte ich Ihnen das sogenannte Signaltransduktionsmodell vorstellen, in vereinfachter Form. Klingt erstmal viel, viel komplexer, als es nachher durch meine Ausführungen wird. Nämlich beim Signaltransduktionsmodell geht es erstmal nur darum, wir haben eine Zelle und an dieser Zelle kommt eine extrazelluläre Information an. Diese extrazelluläre Information wird jetzt durch verschiedene Signalwege zum Innern der Zelle weitertransportiert, zum Zellkern, und bewirkt dort eine intrazelluläre Antwort. Und diese intrazelluläre Antwort besteht darin, dass entsprechend der Information, die am Zellkern ankommt, eine spezifische Gensequenz, ja, ein Abschnitt ihrer DNA,
abgelesen wird und nachgehend im Ribosom der Zelle ein entsprechendes Protein gebildet wird. Ja, Protein, Muskelprotein. Sie erkennen vielleicht schon, wo die Reise hingeht. Ich möchte es an einem Beispiel Krafttraining darstellen. Sie haben beim Krafttraining verschiedene Faktoren. Das weiß man ganz gut. Da hat die Trainingswissenschaft gute Anforderungen bzw. gute Ergebnisse geliefert, welche spezifische Reizsetzung auf physiologischer Ebene hervorgerufen werden muss, um die Muskelproteinsynthese zu stimulieren. Das sind mechanische Spannung auf der Arbeitsmuskulatur in ausreichender Höhe und ausreichender Dauer. Metabolischer Stress, das heißt Hypoxie, Sauerstoffarmut, oder die Akkumulation von Stoffwechselmetaboliten, Laktat, haben wir eben auch schon kennengelernt. Ein weiterer Faktor, der aktuell nicht ganz unumstritten ist, Muskeltraumata, möchte man natürlich nicht bewusst erzeugen, zumindest nicht in größerem Ausmaß, weil es da eben auch zu einer Verlängerung der Regenerationszeiten kommt, aber man kennt diese Faktoren. Picken wir uns mal die Muskelspannung raus. Die Muskelspannung sorgt, wenn sie eine kritische Grenze überschreitet, dafür, dass in unserem Muskel ein muskulärer Botenstoff gebildet wird, das sogenannte Myokin, ja, oder Myokine. Das bekannteste ist das Interleukin 6. Wer sich ein bisschen mit Studien in dem Bereich befasst, dem kommt der Begriff eventuell bekannt vor. Bleiben wir erstmal bei den Myokinen. Diese Myokine beinhalten eine extrazelluläre Information, nämlich die Spannung war zu hoch, wir brauchen stärkere Muskeln. Diese Information, extrazelluläre Information, wird durch verschiedene Signalproteine zum Zellkern weitergetragen. Dort sorgt diese Information für die intrazelluläre Antwort: Ich lese in meiner DNA die genetische Sequenz, den Bauplan für mein Muskelprotein ab, welches wiederum im Ribosom neu gebildet wird. Das ist im Grunde genommen das, was passiert zwischen, ich mache 3x 8 bis 12 Wiederholungen mit einem ausreichend hohen Gewicht und mein Bizeps wächst. Ja? Ich möchte das nochmal in gekürzter Fassung für das Ausdauertraining übertragen. Dort gehen wir jetzt einmal von einem Energiemangel aus. Das heißt, es kommt die extrazelluläre Information, wir brauchen mehr Energie. Wo wird Energie gebildet? In den Mitochondrien. Heißt wiederum, die extrazelluläre Information, wir brauchen mehr Energie, wird zum Zellkern weitergetragen, die genetische Bauplan oder der genetische Bauplan wird abgerufen und es wird das Protein gebildet, was für die Neubildung von Mitochondrien verantwortlich ist. Die Signalwege, die ich angesprochen habe, wie diese extrazelluläre Information zum Zellkern weitertransportiert wird, die haben Namen. Im Krafttrainingsbereich, wenn es um Muskelproteinsynthese geht, kennt man den Namen, das heißt mTOR. Das ist ein abstrakter Name, ich werde das nicht weiter ausführen. Es reicht, wenn wir wissen, dass der mTOR heißt. Beim Energiemangel weiß man das relativ gut ebenfalls. Dieser Signalweg heißt AMPK. Ja? Jeder kennt das ATP, Adenosintriphosphat. Wenn Adenosintriphosphat verstoffwechselt, verbrannt wird, ja, dann kommt es irgendwann dazu, dass aus dem Triphosphat ein Diphosphat wird und aus dem Diphosphat ein Monophosphat. Wenn jetzt also das Vorhandensein, das Verhältnis der Mengen von AMP, Adenosinmonophosphat, zu Adenosintriphosphat eine gewisse Grenze überschreitet, dann springt der AMPK-Signalweg als sogenannter Energiemangelsensor an. Ja? Und das ist genau das, was nachher als extrazelluläre Information zur Bildung von mitochondrialer Biogenese führt. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich alles auf dieser Ebene? Und da kommen wir jetzt hin, um nochmal den Bogen zurück zu den Interferenzeffekten zu bekommen. Ich habe erwähnt, wir haben mTOR, was Muskelproteinsynthese stimuliert, und wir haben AMPK, was die mitochondriale Biogenese stimuliert. Jetzt weiß man auch sehr genau mittlerweile, durch jüngste Forschung aus dem Jahr 2016, ist in der Übersichtsarbeit von Murrock und Bagley rausgekommen, finden Sie auch im Handout, im Literaturverzeichnis, dass AMPK nicht nur die mitochondriale Biogenese stört, sondern gleichzeitig den mTOR-Signalweg hemmt.
Und jetzt wissen wir, warum das auf dieser Ebene überhaupt sinnvoll ist zu wissen, denn verschiedene Signalwege haben unterschiedliche inhibitorische Auswirkungen auf andere Signalwege. Auf dieser Ebene muss man es verstehen, um evidenzbasiert Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Daher nochmal als leichte Kost, als grobe Definition: Interferenzeffekte sind im Grunde genommen nichts anderes als Crosstalk zwischen verschiedenen Signalkaskaden zur Auslösung von Kraft- und Ausdauertrainingsanpassungen. Und diese Interferenzeffekte werden beeinflusst durch, und es ist wichtig und schön, dass wir das beeinflussen können, aber wir müssen auch wissen, wie wir sie beeinflussen. Nämlich durch die Ausführungsreihenfolge der Trainingsformen, durch den zeitlichen Abstand der Trainingsformen, durch die gewählten Trainingsmethoden, und auch da werde ich nachher nochmal auf das bereits vorgestellte High-Intensity-Intervalltraining zurückkommen, und die dabei beanspruchte Muskulatur. Entscheidend und über all dem ist für die Programmierung eines Concurrent Training allerdings die Zielstellung von Ihnen oder der Person, die Sie damit trainieren möchten. Also, welche Umsetzungsstrategien kann man grundsätzlich im Concurrent Training berücksichtigen? Erstens, die Priorisierung der Trainingsziele Ihres Kunden oder von Ihnen selbst sollte unbedingt berücksichtigt werden. Erinnern wir uns nochmal an meine Definition von Fitness zurück. Die ist individuell. Ja? Selbst wenn er nur sagt, ich möchte gerne fitter werden, und ich glaube, das hat auch schon jeder von Ihnen einmal gehört, muss man sich darüber im Klaren werden, welchen Anteil an Ausdauerleistung, welchen Anteil an Kraftleistung muss ich denn dafür herstellen, damit dieser Definitionsbegriff erfüllt ist. Ja? Von daher ist per se jede Zielstellung eines Kunden, und selbst wenn er sie nur formuliert als, ich möchte fitter werden, immer individuell, und Sie müssen immer hinterfragen, welche Priorisierung der Trainingsinhalte ist dafür notwendig. Kraft- und Ausdauertraining sollten möglichst zeitlich getrennt werden. Das entspricht natürlich nicht der Zielstellung bzw. des Kerngedankens des Concurrent Training. Allerdings ist da die Wissenschaft eigentlich relativ klar. Spezifische Anpassungseffekte erfolgen dann, wenn wir auch spezifische Reize erzeugen. Dementsprechend sollten wir es möglichst getrennt ausführen. Der individuelle Trainingszustand sollte berücksichtigt werden. Da komme ich auch gleich nochmal dazu, deshalb möchte ich jetzt gerne nicht mehr dazu sagen. Und die Trainingsmethoden sollten nach Kompatibilität ausgewählt werden. Zusätzlich zur Kompatibilität von Trainingsmethoden spielt auch die Auswahl der Muskelgruppen eine Rolle. Ein relativ unkonventioneller Gedanke, aber da man auch mittlerweile weiß, dass inhibitorische Prozesse oder generell diese Anpassungsprozesse auf zellulärer Ebene dort bleiben, wo sie ausgelöst werden, zumindest zum größten Teil, weiß man, dass wenn man eine Hemisphäre mit einer Trainingsform trainiert und eine andere Körperhemisphäre mit einer anderen Trainingsform, dass dabei diese Interferenzeffekte relativ gering sein werden. Nun, evidenzbasierte Handlungsempfehlungen durch Concurrent Training, ich habe es Ihnen versprochen, hier kommen sie. Erstens, zur Reihenfolge der Trainingsformen. Wie wir vorhin bei diesem Beispiel erkannt haben, gibt es zwar eine inhibitorische Wirkung des AMPK-Signalwegs auf den mTOR-Signalweg, allerdings besteht diese Hemmung umgekehrt nicht. Was aus einem zellulären Grund nahelegt, das Krafttraining immer vor dem Ausdauertraining auszuführen. Und auch wieder ein relativ konventioneller Gedanke: Es macht keinen Sinn, hochintensive Belastungen auszuführen, wie es eben im Krafttraining erforderlich ist, wenn ich durch ein Ausdauertraining bereits eine Vorermüdung erzeuge. Das mag bei Trainingsbeginnern vielleicht noch funktionieren, allerdings fehlt mir bei einem Fortgeschrittenen die nötige Energie, um einen Belastungsreiz nötiger Intensität zu erzeugen, die überhaupt noch die Muskelproteinsynthese stimulieren kann. Daher, zur Steigerung der Maximalkraft sollte das Krafttraining immer vor dem Ausdauertraining absolviert werden. Umgekehrt wurden allerdings keine relevanten Reihenfolgeeffekte auf die Verbesserung der aeroben Ausdauerleistung beobachtet.
interessanterweise auch nicht bei Langzeitstudien. Optimal wäre allerdings, dass Kraft- und Ausdauertraining entweder an unterschiedlichen Tagen ausgeführt wird oder mindestens 6 Stunden Pause dazwischen liegt. Das heißt, als Konsequenz, als Zusammenfassung, wenn es kombiniert trainiert wird, Krafttraining immer vor Ausdauertraining durchführen. Wenn es allerdings zeitlich voneinander getrennt wird, auch am gleichen Tag, dann liegt es nahe, im Sinne der Priorisierung der Trainingsformen, die priorisierte Trainingsform auch immer im optimal erholten Zustand auszuführen. Und das mag sich mit dieser Empfehlung beißen, wenn zum Beispiel Ausdauerleistungssteigerung im Vordergrund steht. Zum Verhältnis der Trainingshäufigkeiten. Wir haben vorhin gesagt, ja, Muskelproteinsynthese ist das, was wir auslösen wollen, um Kraft aufzubauen, um Muskeln aufzubauen. Also leitet sich daraus mehr oder weniger direkt ab, dass zur Optimierung der Kraftsteigerung und des Muskelaufbaus das Verhältnis von 3:1 Einheiten eingehalten werden sollte bzw. nicht unterschritten wird. Aus einem einfachen Grund. Zumindest bei Trainingsbeginnern ist es zu beobachten, dass die Muskelproteinsynthese infolge eines trainingswirksamen Reizes ca. 36 bis 48 Stunden über Baseline-Niveau erhalten bleibt. Es ist höher, wir haben eine erhöhte Muskelproteinsynthese, in der wir zusätzliches Muskelprotein aufbauen können. Es wurde mittlerweile beobachtet, dass bei sehr spezifisch trainierten Personen eventuell diese Kurve schneller abflacht, aber denken wir theoretisch mit 36 Stunden, dann wissen wir schon, worauf sich das hier bezieht. Wenn wir nämlich jetzt die Woche in 4 Trainingseinheiten gleichen Abstandes teilen, dann kommen wir ungefähr bei 36 Stunden raus und stellen genau mit dieser Häufigkeit sicher, dass wir immer ausreichende Stimulation der Muskelproteinsynthese haben, ohne dazwischen das Baseline-Niveau wieder zu erreichen. Und das ist das, was jeder Bodybuilder wünscht und was er durch sein Training erreichen will, nämlich dauerhafte Muskelproteinsynthese über dem Baseline-Niveau ohne Unterbrechung. Zur Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit muss das Verhältnis naturgemäß entsprechend angepasst werden. Wie das angepasst wird, richtet sich wieder nach der Priorisierung. Zur Wahl der Inhalte des Ausdauertrainings. Ich habe vorhin von Kompatibilität von Belastungsreizen gesprochen. Es gibt nun auch sehr intensive Ausdauertrainingsformen, wie das vorgestellte High-Intensity-Intervalltraining, was vom physiologischen Belastungsreiz relativ ähnlich ist zu dem, was beim Krafttraining passiert. Metabolischer Stress, Muskelspannung, kann ich auch durch ein High-Intensity-Intervalltraining erreichen. Das heißt, je ähnlicher sich die physiologischen Belastungsreize beider Trainingsformen sind, desto geringer sind die zu erwartenden Interferenzeffekte. Heißt im Klartext, bei Concurrent Training sollten kurze und intensive Belastungen zum Ausdauertraining gewählt werden, um Interferenzen gering zu halten. Und mittlerweile geht man noch einen Schritt weiter. Das ist zwar noch nicht zweifelsfrei belegt, aber es gibt eine Tendenz, dass durch ein zusätzliches High-Intensity-Intervalltraining oder zumindest eine intensive Ausdauertrainingsform die Muskelproteinsynthese sogar amplifiziert werden kann. Bei welcher Zielgruppe das letzten Endes tatsächlich zutrifft und welche Mechanismen dafür verantwortlich sind, muss erst noch abschließend geklärt werden. Allerdings möchte ich Ihnen das schon mal mit auf den Weg geben. Werden beim Krafttraining andere Muskelgruppen als beim Ausdauertraining beansprucht, so sind die Interferenzen sehr gering. Nun ein sehr wichtiger Punkt zum Abschluss, Trainingsalter und Spezialisierung. Das heißt, Sie müssen immer wissen, wen haben Sie vor sich und wie speziell möchte der trainiert werden, wie speziell sind die Trainingsziele eigentlich definiert. Ich möchte hier nochmal kurz auf ein Trainingsprinzip zurückkommen, das im englischsprachigen Raum sehr, sehr populär ist, im deutschsprachigen Raum der Trainingswissenschaft allerdings eher seltene Anwendung findet, das sogenannte SAID-Prinzip. Specific Adaptations on Imposed Demands. Das heißt nichts anderes, als dass ich, wenn ich spezifische Trainingsanpassungen hervorrufen möchte, auch einen spezifischen Trainingsreiz hervorrufen muss.
Bei Trainingsbeginnern können Interferenzeffekte bei der Trainingsplanung eigentlich nahezu vernachlässigt werden. Aus einem einfachen Grund. Jeder kennt das voraussichtlich von Ihnen selbst, von sich selbst oder von sehr unerfahrenen Kunden. Im Grunde genommen können die Krafttraining irgendeiner Art betreiben und werden trotzdem Muskelwachstum stimulieren können. Weil Trainingsbeginner oder trainingsunerfahrene Personen auch mit einem stark unspezifischen Reiz bereits diese Trainingsanpassungen hervorrufen können, solange nur ein Teil dieses Belastungsreiz das nötige physiologische Profil hat. Allerdings ist es bei erfahrenen Kraftsportlern so, dass diese sehr, sehr spezifische Trainingsreize benötigen. Zu erfahrenen Ausdauersportlern kann gesagt werden, dass diese zwar nicht direkt von Interferenzeffekten betroffen sein müssen, allerdings wäre jetzt weniger, ja, ich sag mal, effektiv, wenn die ein übermäßiges Maß an Muskelmasse aufbauen, denn Muskelmasse verbraucht Energie und das wollen die nicht. Das heißt, ein Krafttraining bei denen sollte eher auf neuromuskulärer Ebene erfolgen, sodass die Bewegungsökonomie verbessert wird und ja, zum Beispiel bei einzelnen Schritten oder einzelnen Kurbelumdrehungen das subjektive Belastungsempfinden bei gleicher Belastung weniger hoch ist. Als Fazit nochmal das SAID-Prinzip. Eine spezifische Leistungsmaximierung kann naturgemäß nur durch eine maximal spezifische Reizsetzung hervorgerufen werden. Das andere ist, Sportler, die keine Spezialisierung benötigen, können durch ein Concurrent Training aber im Sinne einer Verbesserung der generellen körperlichen Leistungsfähigkeit profitieren. Und als Take-Home-Message zum Abschluss, und hoffentlich denken Sie immer an diesen Vortrag, wenn Sie in Zukunft vor der Herausforderung stehen, ein Concurrent Training zu planen, stellen Sie sich zuallererst die Frage, möchten Sie einen Generalisten oder einen Spezialisten ausbilden? Das war's von mir. Ich freue mich auf weitere Fragen im Speakers Corner. Vielen Dank.